Da hat sich das Ganze aufgehängt. Ich habe jetzt die Haardetails auch wieder runtergestellt. Ist jetzt nicht das Wichtigste für mich. Mir ist es viel wichtiger, dass das Ganze flüssig läuft. Klar, es ist schön. Hüpf und hüpf. Es ist zwar schön, wenn das Ganze so ein bisschen was aussieht. Oh, das hat funktioniert. Fantastisch. So, das Wrack der Endurance erreichen. Wir müssen halt jetzt gucken. Okay, wir müssen gucken, wie wir da hochkommen. Und das Ganze am besten unentdeckt. Den haben wir erwischt. Und da war noch einer. Ob da jetzt noch einer war, keine Ahnung. Wir werden bestimmt dann bald herausfinden. Jetzt geht es darum, da hochzukommen und die Leiter ist nicht der Weg, den wir nehmen können. Also hier lang. Ach, Lara. Mach's nicht kompliziert. Wir kriegen das auch so hin. So. Und nochmal hüpfen. Ja, schön. Okay, es gibt auch einen Balken hierfür. Hier rüber. Den haben wir schon ausgeschaltet. Und hier hoch. Meinen zweiten Typen, der hier war, haben wir auch schon ausgeschaltet, aber. Man kann nie wissen, ob da nicht noch einer ist. Hoch und nochmal hoch. Okay. Nein. Nochmal runter. Dann jetzt hier rum. Und dann hoffe ich, dass wir durch. Achso, da oben. Ich bin gespannt. Hier haben wir jetzt wieder einen Schatz gefunden. Was ist wohl deinem Besitzer zugestoßen? War der Hase nett von Sam? Auf dem Schild ist ein Name. Millie. Millie. Okay. Ein kleiner Stopphase. Sehr schön. Ja, ich weiß, ich soll das Wrack der Endurance erreichen, aber darf ich mich gar nicht umgucken? Meine Güte. Ist da noch Gegner? Du wurdest nicht erhört, junger Mann. Und hier scheint ein optionales Grab wieder zu sein.
Einen Bogen können wir aufwerten. So viele schöne Sachen auf einmal. Aber allem voran geht es jetzt erstmal hier in das optionale Grab. War das das? Das kann nicht alles gewesen sein. Die Form dieser Stütze scheint etwas bequemer zu sein. Eine geformte Jadestütze. Ich denke nicht, dass... Nein, das war nicht das Grab. Das wäre ja... im Vergleich zu den bisherigen Gräbern schon ein bisschen mickrig. Den Spind kann man aufmachen. Und haben wieder ein bisschen Bergungsgut, denn wir wissen ja, irgendwo da drin ist meistens ein Lagerfeuer, wo wir uns aufwerten können. Hier rüber soll es dann einfacher gehen. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir uns dann hier durchleichern. Hier haben wir nochmal Munition, die wir aber gerade nicht brauchen. Weil wir voll sind. Ja, knallt alle. Ja, plündern. Lara. Nicht schwierig sein. Einfach machen. Und wieder was gefunden. Wo sind die ganzen Kinder hin? Eine Spielzeugeisenbahn von Coco. Vorsichtig ins Holz geschnitzt. Coco. Ja, ziemlich viel Kinderspielzeug. Aber keine Kinder. So. Weiter geht es. Jetzt weiter. Sehr beengend. Und das ersehnte Lager. Hier sehen wir auf jeden Fall Wasser, aber wir haben das überflutete Gewölbe. Wir nehmen jetzt das Lagerplätzchen, werden den neuen Fähigkeitenpunkt vergeben. Ich denke mal, wir nehmen die Kartografie. Alle Grabeingänge und Schatzkarten sind nun auf ihrer Karte verzeichnet. Damit können wir dann demnächst nochmal die geheimen Gräber überprüfen, die wir verpasst haben. So, möchte ich das Nepal oder mehr Schaden am Bogen? Ich kann mir nur eines leisten, also ich werde jetzt einfach mal den allgemein erhöhten Schaden nehmen. So, haben wir hier nichts mehr gefunden. Wir können hier auch nichts machen. So geht es hier lang weiter. Das war ein Teil der Forschungsanlage. Wurden sie wirklich hergeschickt, um die Stürme zu untersuchen? Interessant. Interessant. Ich meine, sicher wurden sie das? Oh. Der Strom ist noch da. Wie kann das sein? Ist jetzt hier die Türe auf oder kann ich jetzt hier die Türe aufmachen? Es muss einen Weg über dieses Wasser geben. Ja, und in dem? Nein, nein. Ich weiß nicht, ob ich es brauche oder nicht. Aber dass ich hier Munition dafür finde, sagt mir ja. Also ins Wasser fallen ist keine Option.
Das können wir anzünden. Dadurch ist das Boot jetzt frei. Nein, wir brauchen jetzt zwei Pfeile. Komm her, Boot. Komm her. Okay, wir müssen es also doch weiterziehen. Das muss weitergezogen werden. Komm. Ob das schon reicht? Wir müssen einmal hier rüber und dann hier rüber. Wow! Ja, wir hätten näher am Wasser schon dran stehen sollen. Das war schmerzhaft. Ich weiß, liebe Lara, es tut mir leid. Es tut mir sehr, sehr leid. So, und wir sind jetzt hier hinten und können noch nichts mal was machen. Oder das, was wir machen können, habe ich übersehen. Ja, aber ich muss ja hier erstmal Zugang zum Wasser bekommen. Mal, jetzt bin ich hier drüben, aber es bringt mir eigentlich gar nichts. Dieses Mal sind wir nicht halb dran gestorben. Aber dort kommen wir nicht hin. Wir müssen da drüben hin. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Und das hier ist der Ausgang, also waren wir schon auf dem richtigen Weg. Wir gehen wieder so nah wie möglich ran ans Wasser. Ziehen das Ding hier runter. Bringen dann in die Mitte, damit muss man nämlich nicht so weit warten. Da haben wir das so mal geschafft. Kann man es nicht festhalten? Das war eigentlich jetzt auch noch so eine Idee. Aber jetzt erstmal die Frage. Wie mache ich das? Ich muss da nach hinten. Ah, hier ist nichts, was uns hilft. Überhaupt nichts, was uns hilft. Also ich habe jetzt. Ja, das habe ich schon verstanden, da war nur, wie kommen wir darüber? Das ist nicht aktiv und das ist nicht aktiv. Hier kann ich auch nichts kaputt machen oder beschießen. Ich komme hier auch nicht hoch oder sonstiges in die Richtung. Das Einzige, was ich habe, ist das Ding, was ich momentan kontrollieren kann. So. Und das war es dann auch schon. Und jetzt die Frage. Muss das doch wieder hier rüber?
Kommen wir da hier rüber? Ich wüsste sonst keine Möglichkeit. Immer schön. Okay. So. Ich werde nicht rechtzeitig da drüben sein, wenn ich das dort runtergezogen habe. Hier ist nichts. Okay. Wäre das möglich? Wenn man das runterzieht? Nein. Nach Ausgang aus, ja, ich muss darüber, aber ich denke nicht, dass ich. Wir probieren es jetzt einfach. Mehr als sterben können wir nicht. Okay. Wir haben es versucht. Wir werden es nochmal gucken. Wie wir dort hinüberkommen. Ganz einfach. Eigentlich logisches Denken. Logisches Denken. Und zum Jahr floh. So, die Lampe ist am Floß. Ganz einfache Lösung. Und wir haben eine Weile gebraucht. Also ich habe hier das Ganze noch ein paar Mal öfters probiert. Bin diverse Male gestorben beim Versuch, hier rüber zu kommen. Wenn ich das Floß hier ganz ranziehe. Ja, hat eine Weile gedauert. Ist hier sonst noch etwas oder ist es dann tatsächlich nur hinten unsere große? Und was finden wir dieses Mal? Waffenmodifizierung wieder verfügbar. Okay. Ach, Lara, mach jetzt hier nicht einen auf sterbender Schwan. Wir können jetzt auf jeden Fall unseren Bogen wieder ausstatten. Und das werden wir auch als erstes tun. Wir werden die Nepalspringladung lernen. Damit haben wir unseren Bogen weiter ausgerüstet. Und können hier das optionale Grab jetzt auch wieder verlassen. Ich weiß leider nicht mehr, wie jetzt der letzte Lagerpunkt hieß, dass wir halt über Schnellreise dorthin können, aber ich denke mal,
Es war jetzt nicht allzu weit entfernt. Oder? Ist das ein. Wo sind wir jetzt gerade hier? Oh, wir haben den schnellen Ausgang genommen. Aber wir kommen hier rüber ohne Probleme. Das ist sehr gut zu wissen. Das freut mich auch sehr. Und geht's wieder runter. Hier haben wir auch alles eingesammelt. Und ja, wir müssen zu Alex. Wir dürfen ihn nicht im Stich lassen. Okay, dann da drüben hin. Dann. Wie gesagt, da fehlt uns das passende Ausrüstungsstück dazu. Und hier haben wir. Die Sonnenkönigin wird alt. Bald wird sie ihre Nachfolgerin bestimmen. Ich fürchte, dass ich es sein werde. Ich bin jetzt ihr Liebling. Sie verhätschelt mich, nennt mich ihre erste Tochter. Sie hält mich stets bei sich wie eine Puppe. Kämmt mein Haar, zieht mir ihre Lieblingskleider an. Das beunruhigt mich kolossal. Aber noch schlimmer ist ihr Blick, der fortwährend auf mir ruht, als ob sie ihr eigenes Spiegelbild betrachtet. Hoshi, ihr Abbild. Priesterin Hoshi beschreibt in diesem Tagebuch ihre Angst. Sie befürchtet, als neue Sonnenkönigin auserwählt zu werden.